Ja, moin Philipp, ich freue mich. Unser erstes digitales Feierabendbier ist ja auf jeden Fall schon mal ein Highlight. Prost auf jeden Fall schon mal. Ja, eigentlich erstes wichtigstes Thema, was viele Leute in Deutschland bewegt. Das Bier will man nicht nur zum Feierabend trinken, sondern auch mal wieder im Stadion. Was hältst du davon, dass die Bundesliga und die zweite Liga wieder starten sollen? Also ich halte das für sinnvoll. Ich finde auch das, was die DFL sich da überlegt hat, ist doch eigentlich ganz schlau. Deswegen sollte man das auch machen. Ich sage mal, wir sollen ja hier ein bisschen Schabernack machen, aber auch im vollen Ernst. Ich meine, das sind Wirtschaftsunternehmen, die bezahlen die Geisterspiele, die gefährden damit keinen anderen. Und deswegen finde ich, sollte man es auch machen. Ich kann natürlich verstehen, dass jetzt andere Sportarten sagen, wieso die, wieso wir nicht. Am Ende kommt es auf die Umsetzung an. Und ich meine, natürlich, die haben jetzt das Interesse, dass die Spiele stattfinden. Und solange da nicht die großen Pilger Reisen zu den Geisterspielen stattfinden und die auch Geisterspiele bleiben, ist es auch okay. Ja, aber jetzt geht es ja auch so ein bisschen wieder in Richtung Öffnung. Die allgemeine Diskussionslage geht ja in diese Richtung, wenn wir uns angucken, dass zum Beispiel momentan jetzt auch in Österreich darüber diskutiert wird. Sebastian Kurz ja erste Ankündigungen gemacht hat. Das ist ja schon erster Schritt in die richtige Richtung, oder? Ja, auf jeden Fall. Der Sebastian Kurz trifft ja viele gute Entscheidungen, unter anderem zu uns in die Sendung zu kommen. Also insoweit, finde ich, ist es konsequent, sich in eine komplette Reihe ein. Und ja klar, die Erwartung für Öffnung ist schon auch da. Und ich sag mal scherzhaft gesagt, ist auch notwendig. Wir müssen beide zum Friseur. Und ansonsten im vollen Ernst ist es aber auch tatsächlich so, dass wir natürlich auch eine Perspektive jetzt zeigen müssen und nicht immer nur sozusagen in pauschalen Festlegungen. Das kippen die Gerichte ja auch zu. Wie schätzt du denn momentan so ein bisschen die Debatte ein, was die Öffnungen angeht? Das ist ja auch so ein Politikum geworden. Die einen sagen, wir müssen einen knallharten Kurs fahren, müssen weiterhin die Reproduktionszahl unten lassen und die anderen sagen, eigentlich muss man den Leuten vor allem mal wieder eine Perspektive bieten. Ich glaube, beides gehört ja eigentlich zusammen. Also wir sollten es jetzt schon nicht auf die leichte Schulter nehmen und sollten da schon achtsam sein, reduziert vorgehen. Aber eines ist auch klar, wenn ich das jetzt mal so pointiert sagen darf, aus dem Blickwinkel des Grundgesetzes zwingt die Verfassung eigentlich zu Öffnungsverbots- und Öffnungsdiskussionsorgien. Ja, das ist eigentlich wichtig, nämlich zu sagen, alle diese Maßnahmen der Freiheitsbeschränkung müssen nicht irgendwie wieder rechtfertigen, müssen hinterfragt werden und deswegen finde ich auch legitim, dass wir das kritisch hinterfragen und sagen, das eine oder andere, da muss jetzt eine Perspektive her. Ich würde vor allem noch interessieren, wir haben ja jetzt in unserer Show auch viel über das Thema Digitalisierung gesprochen. Was sind zum Beispiel Punkte, die du mitnimmst, jetzt auch aus dieser Zeit von Corona, wo wir wirklich sagen können, das sollte Deutschland auch in der Zeit danach vor allem bewegen? Naja, also ich würde sagen, das eine ist die Erkenntnis, die sich deutschlandweit jetzt durchsetzt, auch durch den Beitrag hier. Es gibt auch in Ueckermünde Internet, also das ist schon mal gut zu wissen. So, und zweitens ist es so, ich finde ja, der Gewinner dieser Corona-Zeit ist für mich die Stummschalttaste auf dem Handy. Die hat ja jetzt mancher erst neu für sich entdeckt, habe ich den Eindruck. Also wir kannten das ja vorher schon, unsere Telefonkonferenzen, die wir immer zusammen machen, die laufen ja immer gut ab, aber sonst war das für manche ja echt neu. Also da haben wir schon alles gehört von laufenden Wasserhähnen, umfallende Vasen. Ein Highlight war einmal, irgendjemand hat mal so ein rufendes Kind in der Schalter, haben wir das gehabt, da hieß es dann, Mutter, lass mich los. Also da waren wir schon sehr besorgt. Also die Stummschalttaste ist echt der Gewinner in dieser Zeit, etwas überspitzt gesagt. Aber in vollen Ernst. Ich glaube, so Videoschalten und so, das kann schon vernünftig sein. Ich freue mich, dass wir so einen kurzen Feierabend-Talk haben. Es soll ja beim Feierabend hier bleiben. Und deswegen schließen wir jetzt mit den drei Fragen in der Schnellfragerunde an dich, lieber Philipp, für den Abschluss des Feierabendbiers. Ja. Erste Frage: Masken im Hipster-Look oder einfarbig? Oh, danke. Kann sie auch möglich sein. Am besten passend zur Krawatte, ist ja klar. Was nimmst du besonders mit aus der Zeit von Corona? Die zur Stummtaste, insbesondere bei anderen Konferenzteilnehmern. Und dritte und letzte Frage, welches Getränk trinkst du als erstes, wenn du wieder in eine Bar darfst?
Na, da würde ich sagen, da bin ich anspruchslos mit einem vernünftigen Gin Tonic. Der geht auch gut selbst gemacht, aber in jedem Fall noch mehr als auf die Getränke. An der Bar freue ich mich eigentlich irgendwie wieder auf ein bisschen lockeres Zusammensein. Und ich finde, das Klamauk-Level war schon ganz okay jetzt in unserem Talk, aber das geht auch bei dem persönlichen Bier noch mal besser, Tillmann. Das sollten wir auf jeden Fall dann auch nachholen. Das machen wir auf jeden Fall, aber jetzt wünsche ich dir einen schönen Feierabend und deswegen Prost. Ja, Grüße aus Ueckermünde. Ciao.